Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und allen recht ein gutes Neues. Wenn Sie gestern Nacht Vorsätze gefasst haben, dann sind Sie damit nicht allein. Auch wir haben uns für das neue Jahr anspruchsvolle Ziele gesetzt. Unter anderem wollen wir dem Coop Natura Plan zu einem weiteren Höhenflug verhelfen. Schon jetzt kennen 75% der Bevölkerung Coop Natura Plan. Und mehr als 40% der Konsumentinnen und Konsumenten kaufen nach eigenen Angaben mindestens einmal pro Woche Lebensmittel aus umweltgerechter Produktion ein. Die Praxis bestätigt das Ergebnis der Umfragen. Jedes dritte Naturjoghurt zum Beispiel, das bei uns gekauft wird, ist ein Bio-Joghurt. Und jedes vierte Ei kommt von Hühnern aus tiergerechter Haltung. Dank Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die uns bei diesem ehrgeizigen Projekt voll unterstützt haben, ist die Familie der Coop Natura Plan Produkte in den letzten 4 Jahren laufend vergrössert worden. Auch beim Brot haben sie mittlerweile die Wahl zwischen mehreren Sorten aus Getreide, die im Einklang mit der Natur und nach der Richtlinie vom VSBLO, der Vereinigung der Schweizerischen Biologischen Landbauorganisationen, angebaut worden ist. Bei der Rauchrot- und Schädlingsbekämpfung sind chemisch-synthetische Spritzmittel verboten. Das Gleiche gilt fürs Düngen. Nur Kompost, Mist oder Gülle und natürliche Mineraldünger ist erlaubt. Auch eine vielseitige und abwechslungsreiche Fruchtfolge trägt dazu bei, dass die Böden fruchtbar bleiben und ein gesundes Pflanzenwachstum gewährleistet ist. Nicht nur unsere Biobauern müssen sich an die VSBLO-Richtlinie halten. Auch die Coop-Bäckereileiter verpflichtet sich schriftlich, dass nur die Bio-Getreidemischungen Hefe, Wasser und Salz für die verschiedenen Coop-Naturaplanbrot verwendet werden. Der Kreativität von unseren Bäckern steht das allerdings nicht im Weg. Mit dem neuen Coop-Naturaplan-Vollkornbrot können sie sich selber davon überzeugen. Ebenfalls seit kurzem gibt es in unseren Läden eine weitere Neuheit von Coop Natura Plan. Es ist ein halbes Boulet aus kontrollierter Freilandhaltung und darum besonders schmackhaft. Das Boulet ist bereits zerlegt in 4 portionengerechte Teile und eignet sich darum für zahlreiche Zubereitungsarten. Ja, und weil man es nach den Festtagen meistens gerne wieder ein bisschen schlanker hat, kommt das Rezept von Armin Amrain gerade recht. Grüezi miteinander. Es kommt zur Abwechslung mal nicht vom Grill, sondern als Frikassé mit Morcheln an einer Sherry-Sauce. Die Bouletteile in Stück schneiden, mit Salz und Pfeffer würzen und im heißen Butterfett anbraten. Morcheln habe ich von einer Stunde in warmen Bouillon eingelegt. Jetzt Flüssigkeit nicht ausleeren, sondern durch ein Filterpapier in ein Gefäß gießen und mit einem Deziliter davon das Boulet ablöschen. Bei einem kleinen Hitze zudeckt eine Viertelstunde garen, dann rausnehmen und warm stellen. Jetzt kommt das Wichtigste, nämlich die Soße. Nacheinander den Brotenfond, 3 Deziliter Rahm und die restliche Morchelflüssigkeit einkochen. Die halbierten Morcheln und ein bisschen Sherry dazugeben und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Bullenstücke kann man jetzt auf einen Teller anrichten und mit der Soße übergießen. Auch das Rezept steht im Aktionsinserat in der Coop-Zeitung und nach wie vor auf dem Internet. Auch im neuen Jahr bleiben uns die Markenartikel treu. Der Anfang macht Stimorol. And God created man. Psst, try this. Did I create this? Don't worry, Dad. We'll take it from here. Stimorol Sugar-Free. The original strong taste. Wohnen mit Top-Tipp heisst gut und günstig einrichten. Und was wir Ihnen heute zeigen, können Sie in der Regel auch gerade mitnehmen. Bequem sitzen und entspannen kann man auf dieser formschönen Stoffgarnitur und im Handumdrehen auch richtig gut drauf schlafen und das für 1295 Franken. Gleichen Komfort bietet die Echtlederausführung für 1795 Franken. Beide Polstergarnituren lassen sich mit dieser stilvollen Wohnwand in hellem Buchendekor für 995 Franken ideal kombinieren. In allen Coop Top-Tipp-Ausstellungen kommen Sie jetzt übrigens auch den TV-Videowagen über zum Preis von 79 Franken. Und mit dem können Sie dann vielleicht auch unsere Aktionen noch bequemer verfolgen. Diese Woche gibt es unter anderem den Mondial Orangensaft im Multipack 2,70 günstiger. Und alle Knorrsuppen im Beutel für 1 Liter 60 Rappen günstiger. Tempo-Papiernastüchli gibt es als 3 für 2, 3 Franken 60 günstiger. Außerdem offerieren wir Ihnen auch nordische Bettgarnituren in vielen modischen Dessins 10 Franken günstiger. Auch diese Woche haben wir einen Preisabschlag. Ein Pfund Roggenbrot kostet ab sofort nur noch 2 Franken.
Und im Coop-Restaurant steht unter anderem ein Salmschnitte an Safransoße mit Salzherdöpfeli und Blattspinat auf der Karte. Und das nach wie vor für weniger als 10 Franken. Sie sehen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, einkaufen bei Coop heisst auch im neuen Jahr am richtigen Ort einkaufen. Ich wünsche Ihnen weiterhin einen schönen Abend und einen wunderbaren Start ins 1997.